Ja, gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, glaube ich, ist sehr wichtig, dass man, wie es es jeder, die Wichtigkeit der Vermögenssteuerung, Besteuerung aufzeigen. Ja, die Wirtschaftskrise trifft vor allem arbeitende Menschen. Das heißt, sie müssen mit weniger Löhnen leben, gehen in Kurzarbeit oder im allerschlimmsten Fall verlieren sie ihren Job. Die Kosten der Wirtschaftskrise wird der Staat zahlen müssen. Genau der Staat, der von den Neoliberalen so verhasst war. Das wird sich dann wahrscheinlich so äußern, dass es Sparpakete gibt, vor allem im Bereich der Sozialtransfers und so weiter und so fort. Das heißt, die Steuerinnen und Zahler, die Steuerzahler, die arbeitenden Menschen werden diese Krise zahlen. Gegen das müssen wir als sozialistische Jugend auftreten und uns hier eindeutig für eine Besteuerung von Vermögen und Reichen aussprechen.